Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Flugzeug! Jonah, bist du da? Weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yaku gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen.
kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Siehst du das? Das muss Kuwagyaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh. Oh. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Gewicht anheben? Vielleicht. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Hätte ich gewusst. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Und du? Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Okay, lassen wir es los. Langsam. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja. Es geht mir auch schon viel besser. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Mal leckt. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Ha,
Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Ja. Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Ich auch. Durch Druck auf das Rad füllt sich das Gegengewicht mit Wasser. Durch Druck auf das Rad füllt sich das Gegengewicht mit Wasser. Oh, der Eimer leckt. Ich muss die Brücke mit dem Gegengewicht verbinden. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Hm. Hm.
Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Jonah, kannst loslassen. Das war's. Wir müssen das Rad wieder aufbringen. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Wir nähern uns dem Dorf. Ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als in Mexiko. Erwähnt ein Wert in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder, keine Ahnung, der nächste Band behandelt Syrien. Ein Durchgang. Vielversprechend. Woher wissen wir, dass es wieder zur verborgenen Stadt geht? Maya-Ruinen sind auffällig, oder? Stimmt. Wir raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Leuchtpistole!
Lara, bist du? Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Matheaufgaben?
Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Geschafft. Oh. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow! Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost
Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Ich muss 30 Nord und 90 Ost auf dem Globus finden. Geschafft! Wo ist die weiße Königin? Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Harnisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Croft hat das verbucht. Wo ist die weiße Königin? Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Einige. Wo ist die weiße Königin? Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue von den Cookinseln, 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich. Wo ist die weiße Königin? Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Flügel entfalten sich. Ich muss die Ritter mit Schild in Position. Eine persische Löwin. Jemand hat die Todesmaske von Agamemnon gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika. Aus Gold. Ashanti vielleicht. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Schild reflektiert den Lichtstrahl. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen.
weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Mit dem Globus kann ich die Leiter einziehen. Jetzt kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Er arbeitet. Davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Morgen. Also, Jagd mit Silberkrone? Ja.